after our blood freezes the blood they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high they can see in the dark. Vampires, if you see one tonight, don't put up a fight. Make a friend if you can, a friend who can fly oh so high. Vampires, vampires! Schützt die Vampire, schützt die Vampire, schützt die Vampire. Anton, das kannst du nicht machen. Es kann doch noch nicht Nacht sein. Ist es auch nicht. Sie planieren den Friedhof. Meinetwegen. Was hast du gesagt? Sie planieren den Friedhof. Ist das wahr? Ja, sie zerstören ihn. Reißen die Gräber raus. Morgen ist eure Gruft dran, Rüdiger. Wir müssen meine Leute warnen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also los. Aber es ist hell draußen. Hier, habe ich dir mitgebracht. Die ist ganz toll, aber sie wird nichts nützen. Denn nicht nur meine Augen können kein Tageslicht vertragen, auch meine Haut nicht. Kann ich die behalten? Ja, wozu denn? Für die Nächte, wenn Vollmond ist. Meinetwegen. Du musst allein zur Gruft gehen und sie warnen. Was? Allein? Jede Minute ist kostbar. Onkel Theodor muss sofort Bescheid wissen. Warum könnt ihr nicht alle heute Nacht wegfliegen? Und unsere Särge stehen lassen? Unser Zuhause für manche von uns seit über 300 Jahren. Wir sind nicht wie die Menschen. Wir werfen die Dinge nicht so einfach weg. Aber meinst du, sie glauben mir? Anna wird ihnen sagen, dass man dir glauben kann. Bitte geh. Ich komme nach, wenn es dunkel ist. Kein Wunder, dass er mein Vergeben nicht annehmen wollte. Er hat alles geplant. Bitte glaubt mir. Anton ist ein Freund. Ruhe!
Wir wollen von ihm nichts hören, nicht ein Wort, was dieser Mensch sagen will. Er hat offensichtlich sonderbare Kräfte, mit denen er die Herzen von Anna und Rüdiger erobert hat. Nein, Ruhe! Seine Kräfte müssen in seinen Worten liegen. Es kann nicht an seinem Aussehen liegen. Aber Onkel, lass ihn bitte ein Wort sagen. In Ordnung. Aber nur ein Wort. Nur ein Wort. Hört! Noch eins. Flüchtet! Flüchten! Du bist nie von hier! Flüchten! Nein, Onkel, das meint er doch überhaupt nicht. Lass ihn sprechen. Nein! Was glaubst du, was er mit Flüchten meint? Ich weiß es nicht. Zwei Worte. Ihr flüchtet. Vor was? Wovor? Sie zerstören morgen den Friedhof. Ah! Das ist es, was der grässliche Geiermeier meinte. Schlimmer als ich, hat er gesagt. Wann? Morgen. Sie haben schon angefangen. Oh, das ist schlimm. Wo ist Rüdiger? Im Keller von Anto. Und du hast ihn nicht verraten? Nein. Dann können wir dir vertrauen? Mit eurem Leben. Oh, dann gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit. Tor, der Hafen. Sieh nach, ob dort ein Schiff ist. Der schwarze Stern. Aber Theodor, das war doch vor 200 Jahren, Liebling. Und wenn schon. Für genügend Geld werden die schon Vampire befördern. Wenn wir mit unseren Särgen umziehen, müssen wir selbstverständlich ein Schiff benutzen. Unglücklicherweise ist es nicht das erste Mal, dass uns so etwas passiert. Bring dieses Geld dem Kapitän des Schiffes und sag ihm, wenn es da ist, werden wir, wenn möglich, heute Abend an Bord sein. Aber wie? Man darf uns nicht sehen, wenn wir mit unseren Särgen durch die Straßen ziehen. Wie auch immer, meine Liebe, zuerst die wichtigen Dinge. Thor, glaubst du, dass du das Schiff finden wirst? Ich werde es versuchen. Gut. Du hast recht, dass du ihm vertraust, Onkel Theodor. Ich hatte keine andere Wahl. Willst du denn hin, Kleiner? Ich suche den Kapitän von diesem Schiff. Von diesem Schiff? Nun, er ist ein harter Bursche. Ich glaube, Sie sind es wohl. Hey, du bist schlau, das gefällt mir. Was hast du für ein Geschäft? Legales oder illegales? Nun, ich habe ein... Legal oder illegal? Illegal, glaube ich. Ist schwer zu sagen. Nun, illegal kostet mehr. Macht nichts. Ich habe Geld. Gold. Gold? Ich glaub dir. Gold und illegal. Das ist eine gute Kombination. Müssen wir ausgerechnet hier sprechen? Also, wenn es illegal ist, sind wir hier genau richtig. Die Jungs sind beschäftigt. Außerdem haben sie nichts zu melden. Schluss jetzt, hört auf. Könnt ihr nicht hören? Ihr sollt aufhören. Ah, die sind nicht ganz dicht. Also? Nehmen Sie Vampire als Passagiere auf Ihrem Schiff mit? Ja, wohin? Ich weiß nicht. Das ist gut. So, zeig mir das Gold. Ich behalte das schon mal.
Aber ich lasse keinen mehr an Bord. Nach Mitternacht. Also, sie tun's. Was glaubst du? Sehe ich vielleicht nicht so aus, dass man mir vertrauen kann? Ich weiß nicht, ich kenne sie ja nicht so genau. Kleiner, du kannst in allen Häfen der Welt nachfragen, was für einen Ruf ich habe. Niemand hat so viele illegale Waren. Niemand in allen Häfen, weder Desperados noch Kriminelle noch Vagabunden, haben mehr illegale Ware an den Mann gebracht. Ach, glaubst du, ich hätte diesen guten Ruf, wenn man mir nicht trauen könnte? Weiß nicht. Dann also, bis es dunkel wird. Dunkel. Wenn deine Freunde mitwollen, dann aber wie gesagt bis Mitternacht. Onkel Theodor hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll auf einem Schiff für euch Plätze besorgen, das noch heute Nacht in See stechen kann. Aber wie kommen wir vom Friedhof aufs Schiff? Daran hat Onkel Theodor noch nicht gedacht. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß. Ach, Rüdiger, Onkel Theodor hat mich Thor genannt. Tatsächlich? Ich glaube, ich muss jetzt los. Es wird Zeit zum Abendessen. Ob du nachher noch mal weggehen darfst? Ich komme dann und hol dich ab. Aber doch nicht heute Abend. Heute ist Allerheiligen. Was ist denn das? Du weißt nicht, was Allerheiligen ist? Heute ist Allerheiligen, das Fest der Toten. Die Leute verkleiden sich bei uns und gehen aus. Und wir nennen es Allerheiligen. Es ist die einzige Nacht im Jahr, in der wir nicht ausgehen. Wir würden alles aufs Spiel setzen, wie Onkel Theodor es nennen würde. Es ist für uns die Nacht der Besinnung. Darum weißt du auch nicht darüber Bescheid. Mhm. Jedenfalls vielen Dank auch. Oh, toll. Hat dir Rüdiger das Kostüm geliehen? Ja. Wow, die müssen reich sein. Erstklassiges Material. Das passt dir ja perfekt. Haben sie es extra für dich anfertigen lassen? Ich glaube schon. Rüdigers Onkel und Tante sind sehr großzügig. Ich bin gar nicht mal so begeistert davon, Anton. Nun, Reiche sind eben nicht so wie wir. Nein, sind sie nicht. Diese ungemütlichen, grässlichen Umzugstage? Du bist seit 200 Jahren nicht mehr umgezogen. Ich erinnere mich noch genau, als ob es gestern gewesen wäre. Warum machen wir das? Wir kriegen die Särge nie aufs Schiff. Ich möchte jedenfalls bereit sein, was immer auch passiert. Was ist das für eine Art und Weise, den Allerheiligenabend zu verbringen? Wo wir eigentlich heute Abend über die toten Seelen nachdenken sollten, auch über unsere eigenen. Wir wissen ja nicht mal, ob Anton Thor ein Schiff gefunden hat. Du hast ihm eine Menge Gold mitgegeben. Und ihr wisst ja, wie die Menschen sich benehmen, wenn es um Gold geht. Wir können ihm vertrauen. Wirklich. Und warum ist er nicht schon wieder hier? Was würdest du tun, wenn du ein Mensch wärst? Aber er kommt zurück. Du wirst sehen. Reingefallen! Rüdiger, ich wollte dich bitten, an unsere Wohnungstür zu klopfen und nach mir zu fragen. Spinnst du? Nein, ich mein's ernst. Meine Eltern würden dann denken, du bist vor Allerheiligen verkleidet. Ich bin nicht in Stimmung für sowas. Ach, mach's doch. Ich hab dir heute Nachmittag auch einen Gefallen getan. Ich hab deine Familie besucht. Na gut. Was habe ich schon zu verlieren? Danke. Oh, ja, sehr gut. Du siehst sehr überzeugend aus.
Aber das weißt du ja sicher selbst. Also heute Abend habe ich wirklich einen Augenblick gezweifelt, ob Vampire nur Geschöpfe der Fantasie sind. Jedenfalls für einen Moment. Das wird Rüdiger sein. Kommt sicher auch als Vampir. Ja. Oh, du siehst ja toll aus. Stellt euch doch mal nebeneinander. Lass mal sehen. Aha, Robert. Oh, ja, sehr gut. Was meinst du, wer ist überzeugender als Vampir? Tja, also, könnte ich gar nicht sagen. Ich glaube, Rüdigers Gesicht ist nicht blass genug. Hm, ja. Ich bin gleich wieder da. Mann, lass alles. Junge, schade, dass ich keinen Fotoapparat habe. Das hätte ich zu gern festgehalten. So, wir wollen noch mal sehen. Ja. So, das haben wir gleich. Ja, so. Also, ich würde jetzt jede Wette eingehen, dass du tatsächlich ein Vampir bist. Gute Nacht dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Macht's gut. Und lasst euch eine Menge Bonbons schenken. Bonbons, sie. Schon verrückt. Ja, ich weiß. Lass sie doch. Sehen richtig echt aus. Ja. Ich nehme an, dass der Bann gegen mich jetzt aufgehoben ist in dieser Situation. Wir sind jetzt sowieso schon unter unserem Niveau. Wir dulden sogar die Gegenwart von Menschen. Was hast du uns zu sagen, Thor? Also, der Kapitän hat sich bereit erklärt, aber er hat gesagt, dass die Särge vor Mitternacht an Bord sein müssen, sonst geht es nicht. Das Gold hat er aber schon genommen. Er bestand darauf. Typisch Mensch. Es ist ganz unmöglich, 7 Särge unauffällig bis Mitternacht durch die Straßen aufs Schiff zu bringen. 7? Tante Dorothee besteht nun mal darauf, dass wir auch die anderen mitnehmen. Ich habe eine Idee. Als wir von Antons Haus hierher gingen... Du bist gegangen? Wie hast du es vermieden, Menschen zu begegnen? Das brauchten wir nicht. Es ist Allerheiligen. Heute laufen Hunderte von Menschen in Kostümen rum. Sie nahmen gar keine Notiz von uns. Und wenn sie es taten, haben sie nur unsere tollen Kostüme bewundert. Kostüme? Ja, was ich jetzt anhabe. Aber du und Thor, ihr seid gleich angezogen. Bei ihm ist es ein Kostüm. Bei mir ist es mein Anzug. Rüdiger, das ist brillant. Aber wir haben zu wenig Zeit. 7 Särge und meilenweit zu Fuß. Daddy, ich hol meine Freunde. Wenn die uns helfen, unsere Särge aus der Gruft zu holen, denken die, wir stehlen sie. Und das macht ihnen Spaß. Deine Freunde? Ich muss mich aus meinem Zuhause zurückziehen, umgeben von solchen Leuten wie deinen Frauen. Ach, bleib cool, Dad. Cool? Cool. Was immer das auch bedeuten mag. Du hast Thor auch erlaubt, hier zu bleiben. Thor ist was anderes. Lumpi hat recht. Ich halte es für eine gute Idee, dass er seine Freunde holen will. Aber wir müssen uns jetzt beeilen, wenn wir alles hier rausholen wollen. Bleibt unser Losungswort. Freiheit bleibt unser Verlangen. Freiheit bedeutet den Vampiren alles, was immer auch geschehen mag. Weil alle Dinge mal so kommen mussten, wer kann dann behaupten, dass unsere Lasten und Prüfungen und Leiden über diese Nacht hinaus werden bleiben? Vampire können vergeben,
Vampire können viel ertragen. Vampire sind sich dessen bewusst. Dass alles mal so kommen muss. So soll es sein. Meine Mutter. Das ist ja irre. Was soll ich damit anfangen? Thor sagt, wir sollten jetzt Bonbons sammeln. Bonbons gibt's. Das ist so üblich an Allerheiligen. Sie könnten Verdacht schöpfen, wenn wir einfach nur so rumlaufen. Wenn du meinst, werden wir also diesen braunen Papierbeutel tragen. Aber nur, weil wir mit diesem Beutel Bonbons sammeln müssen. Auf jeden Fall haben wir unsere Würde zu bewahren, selbst auf der Flucht. Man so etwas an Allerheiligen, wo man eigentlich zu Hause sein sollte, um über den Tod nachzudenken. Und das werde ich auch tun. Schön darauf auf. Schön aufpassen. Hier, kommst du mal her. Komm, komm. Na, kommst. Es gibt sie wirklich. Das sind echte, glauben Sie mir. Ja, ist ja gut. Also, Moment mal, Leute. Dieser Mann ist höchstwahrscheinlich verrückt. Er behauptet, ihr gebt euch für was aus, was ihr nicht seid. Er sagt, ihr da vorne seid echte Vampire. Naja, ich will nicht behaupten, dass ich seiner Meinung bin. Aber das lässt sich ja ganz schnell feststellen. Sie, kommen Sie mal her.